Gott, bin ich cheesy, ne? Das ist so böse. Ich stelle mir gerade vor, wie das ist, wenn man tatsächlich auf sowas geskillt ist. Das muss ja richtig krass sein. Also, naja, gut. Dafür bei den Nahkampfgegnern, ne? Da hat man dann halt andere Probleme. Auf der anderen Seite, man kann halt auch mit Geschicklichkeitskram irgendwie Nahkampf ganz gut machen. Man kann natürlich auch mit Stärkekram ganz gut sowas hier machen. Ich bin ja jetzt gerade irgendwie so ein Mittelding, so ein Zwischending. So, der war da vorne, ne? Ich bin mir sehr sicher, dass der da war. Vielleicht sehe ich den nur nicht, weil er so weit weg ist. Oder? Da vorne komme ich doch dann raus und da müsste eigentlich noch so ein Viech rumhängen. Vielleicht kann ich das von hier auch einfach nicht erschießen. Also vielleicht ist das wirklich einfach zu weit unten, deswegen sehe ich das nicht und sehe das dann im Fahrstuhl, weil ich dann daran vorbeifahre und das halt näher dran ist. Oder ist das hier auf der Seite? Das kann natürlich auch sein, warte mal. Da ist auf jeden Fall erstmal noch ein Tor. Nee. Sehe ich das von hier irgendwie? Ja, da hängt es rum. Was hängt so ein bisschen in dem Loch drin? Shit. Kann ich mich irgendwie hier hinstellen? Sizzle, du cheesy Dark Souls-Spieler, ne? Es ist unglaublich. Es tut mir ja so ein bisschen leid. Aber das ist einfach, so komme ich weiter. Erstmal. Und wir müssen uns nicht ganz so lange mit diesen komischen Viechern hier vertrödeln. So viel Zeit vertrödeln. Bevor wir da durchkommen und dann ordentlich weiterspielen können. Ich frage mich auch gerade, wo der Eisenschlüssel her war, dass wir jetzt da reinkommen. Hatten wir den echt in. Ich habe das Gefühl, den haben wir letztens auch erst irgendwann gekriegt, ne? Krass irgendwie. Ja gut, es ist ja alles irgendwie, gehört ja alles hier zu dem komischen Schloss und dem komischen Typen und, ne, also macht schon Sinn, dass die vielleicht auch irgendwo anders rumliegen, die Schlüssel, irgendwo in der Pampa. Wer weiß. Ah, gleich sind sie tot, gleich sind sie alle tot, Mistviecher. Mag sie nicht. Das sind aber auch wieder so große komische Frösche. Ich glaube, ich habe Angst vor großen Fröschen. Das sind nämlich nicht die einzigen, sondern anderen komischen großen Frösche. Die finde ich auch immer ganz fürchterlich. So, da liegt sogar noch mein Loots rum. Den hole ich mir dann natürlich auch wieder. So. Und da gibt es nämlich auch noch ganz viel Loot. Ich glaube, der eine da hat sogar irgendwas liegen lassen. Moment, hier muss, wo muss ich aussteigen? Da muss ich aussteigen, okay. So. Wir gehen hier durch und die Typen sind alle tot, hoffentlich. Ich hoffe, da oben ist nicht noch einer. Dann habe ich natürlich gelitten. Und werde unter Umständen sterben. Je nachdem. So. Zack. Ich sehe zumindest nicht noch einen. Das ist schon mal positiv. Hier sind überall Löcher. Warum sind hier Löcher? Da kann man da durch den Boden fallen. Seele eines stolzen Ritters. Erstmal nehmen wir hier den ganzen Loot mit. Dann gucken wir uns die Truhe an. Sie könnte ja eine Mimik sein. Ein Falkenring. Aha. Aha. Oh, da ist noch so ein Loch. Nicht reinfallen. Feuerdrakenstein. Cool. Was ist hier? Distanzkampf. Ja, das ist mir schon klar. Das habe ich ja auch gemacht. Hat auch wunderbar funktioniert. Hätte man wahrscheinlich auch von hier schön machen können, irgendwie. Egal. So, da vorne ist noch eine Truhe. Und dann gucken wir uns natürlich den Stein an. Den Ring an. Den Falkenring. Klingt ein bisschen nach Fernkampfring oder so. Flammenquarzring, oder? Ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Wir schauen einfach mal. Ah, das war der mit erhöhter Feuerabwehr. Den kann man bestimmt auch nochmal brauchen. So, was macht der Falkenring und wo ist der überhaupt? Ring der Riesen, Schlangenring, bla bla bla. Königsring. Falkenring. Erhöht die Reichweite von Pfeilen. Das ist schlecht, weil Pfeile und Bolzen sind hier ja durchaus eine getrennte Geschichte, ne? Das heißt, das hilft mir dann insofern da erstmal gar nichts. Kann ich da nicht jetzt noch irgendwie lang? Das ist aber blöd. Ich wollte da auch noch irgendwie lang. Naja, gut, da muss ich halt hier so durch und wieder zurückgurken. Kriegen wir schon hin. Was möchten die hier alle? Hier und dann Distanzkampf. Ja, das hätte man nämlich auch machen können. Von oben war es aber simpler.
deshalb von oben. Okay, dann können wir jetzt durch das Königstor gehen. Hätte ich natürlich den Königsring auch direkt anziehen können. Ich bin ja blöd. Kommen wir dann hier in den Keller und dann gibt es nochmal einen Fahrstuhl? Ich bin schon lange gewundert, wo der Fahrstuhl da hinführt. Oh, da fährt einer runter. Okay, ich habe nichts gesagt. Das ist einfach nur ein Fahrstuhl, falls man gerade unten ist oder so. Okay, wo ging es jetzt hier nochmal? Ach, da vorne. Genau, richtig. Gehen wir da lang. Ich könnte jetzt natürlich nur mein Leben auffüllen, aber ne, passt schon. Kriegen wir schon hin. So, hier nämlich. Versuchtring. Ja, ich hab das Symbol des Königs. Lass mich da rein. So. Hier, komm. Mach auf. Will da rein. Wie ein Traum. Ja, ne? Oh, das dauert ja immer ewig. Komm, mach auf. Ah, cool. Lass mich raten. Da kommt jetzt wieder so ein Viech. Nee, doch nicht. Es ist tatsächlich einfach nur ein Leuchtfeuer. Ich bin verwundert und erstaunt. Dann wäre das wahrscheinlich sogar sinnvoll gewesen, wenn ich das erst gemacht hätte. Egal. Setzen uns kurz hin. Gibt neues Leben. Viel Erfolg. Dankeschön. Sinnlos? Ist das nicht sogar so ein... Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz hier erstmal mich umgucken. Da unten gab es noch Loot, oder? Wieder hier. Da unten gab es, glaube ich, nämlich noch Loot. Da komme ich gleich auch noch hin. Ist das jetzt einer von diesen Riesen? Untersuchen. Oh. Was war das denn jetzt für eine Geschichte? Gedenken an Jaik. Oder wie auch immer man den Menschen genau nennt. Schwäche hin. Ach du Schande. Ach du Schande, Freund. Da liegt irgendwie was. Achso, oh, das ist... Oh. Das sieht wie ein Riese aus. I see. Ja, Moment. Ich würde sagen, wir nehmen mal einen Ring der Lebenssicherung und gucken mal. Oh. Ach du Schande. Verschnaufpause. Linker Arm, kurz gesagt Dresche. Du wirst versucht Sprint. Das da? Ich hab da drauf gehauen. Das war das, was es mir gesagt hat. Hauen mich die Riesen hier oder muss ich, oder wie darf ich mir das vorstellen hier? Sind die jetzt böse oder sind sie es nicht? Ach du Schande, das macht aber viel Schaden. Das ist schlecht jetzt. Ich sauf mal gerade was und gucke, wenn der nächste kommt, sprinte ich mal da durch. Hierhin. Haust du mich? Bist du böse? Oh oh, ich glaube, er ist böse. Ich glaube, er möchte mich nicht. Oh oh. Eieiei. Oh oh. Au. Ach du... Schande. Was geht denn hier ab? Es ist eine Statue auf mich draufgefallen. Oh Gott. Oh Gott. Ja, das Tor geht wieder zu. Ist mir egal. Ich nehme mal schon mal den nächsten Ring der Lebenssicherung. Zwei haben wir ja. Ein Glück. Was ich aber jetzt erstmal gerade machen möchte. Geschafft. Da unten gibt es nämlich noch Loot. Ich glaube, den hole ich mir jetzt erstmal. So. Machen wir das zuerst. Lügner voraus. Scheinbare Wand. Ja, das glaubst du auch selber nicht. Da ist doch nichts. Hier vielleicht oder so? Nee. Ich glaube, da hätte ich schon mal vorher irgendwie hier hinkommen können, oder? Also hier zumindest. Egal. Oh, Titanit habe ich gefunden. Guck mal. Warum auch nicht? Ruhig bleiben und dann gelobt sei die Sonne. Bei was, wo, wann, hä? Jetzt komme ich da natürlich so erstmal nicht wieder hoch. Stand hier nicht gerade auch noch was? Nee. Hier ist auch keine scheinbare Wand. Die wollen mich alle irgendwie veräppeln. Doof sind die. So, wo muss ich hin? Da oben muss ich wieder hoch, ja? Na gut. Dann machen wir das mal. Flup.
Dann geht es hier wieder hoch. Tschüss. Muss ich jetzt nämlich nochmal da hinten rum, beziehungsweise ich werde mich jetzt einfach gleich durchteleportieren, dann natürlich, sobald ich beim nächsten Leuchtfeuer wieder bin. Und dann haben wir keine Probleme. Hi. Pong. Oh, da ist ja noch einer. Oh, oh. Matsch. Erwischt. Beide. Ach, Crap, hier komme ich gar nicht wieder rein. Das ist natürlich blöd. Muss ich hier einmal kurz außen rum? Ach, hier, genau, da kam man irgendwie durch das Fenster, ne? Richtig. Oh. Au. Matsch. Oh, ich mag das. So, da oben ist der andere Typ. Zack. Oh, oh, das war nicht der Plan. Das ist auch nicht unbedingt der Plan. Habe ich dies... Ich habe das gerade zurückgeschlagen. Habt ihr das gesehen? Wie geil. Das war schon gut. So, hier bin ich ja nämlich wieder beim Leuchtfeuer. Und dann teleportiere ich mich einfach wieder zum anderen Leuchtfeuer. So. Das ist, welches ist denn das? Wir sind hier, wo sind wir gerade? War das nicht irgendwo? Ich glaube, das war ganz unten irgendwo. Nicht? Verdammt. Ich glaube doch nicht. Arg! Wo sind wir hier gerade? Ist das hier? Der unbekannte Ort. Soldaten... Ah, perfekt. Ich weiß auch noch, dass genau so ein Ding, wo ich jetzt gerade schon drin war, so, also dieses Ding hier. Sowas habe ich schon mal gesehen und da habe ich mich gefragt, wie ich damit sprechen kann oder irgendwie so. Das weiß ich noch. Muss ich mir das jetzt jedes Mal angucken? Nein, muss ich nicht. Okay. Und was wollte ich da? Da wollte ich nochmal irgendwas sagen. Hinterteil und Zufluchtsorte, ja. Schön. Weil nicht zu lange in der Erinnerung. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Kann ich den vielleicht irgendwie von hier hinten erschießen? Das ist natürlich schlecht, wenn hier jetzt irgendwas Böses passiert, wenn ich das zu oft oder zu lange hier rumhänge. Hahaha, komm mal hier hin. Komm mal hier hin. Depp, du. Oh, oh, der kommt wirklich hier hin. Kriegt er vielleicht jetzt gleich so ein... Genau. Oh, oh. Oh, shit. Oh, shit. Autsch. Oh, oh. Was das denn? Oh, oh. Ich habe leider gerade keine Abwehr mehr. Also keine Ausdauer mehr, um abzuwehren, sagen wir mal so. Aber das habe ich noch. Schläge für dich, mein Freund. So, ich soll da durch... Da hinten steht etwas sehr, sehr Großes. Fällt mir gerade so auf. Was vielleicht nicht so geil ist. So, hier war ich irgendwie mehr oder weniger sicher. Erstmal, ne? Das Problem ist, dass da gleich irgendwie so ein Kopf ankommt, der mir nicht gefällt. Au. Shit. Kann da bitte jetzt nochmal so ein Feuerball runterkommen? Das wäre total super. Au. Das Ding kommt da erstmal runter. Das ist doch auch ganz schön. Oh, oh. Ach, der schreit gerade nur. Das ist schön. Dann kriege ich den nämlich tot. So. Da hinten steht jemand mit einem... Gott, Schande. Da kommt gleich auch ein Feuerball runter. Ich weiß, da hinten aber erst. Okay. Kann ich den von hier vielleicht anschießen? Und dann kommt er zu mir und kriegt auch einen von den Dingern an den Kopf. Nicht? Schade. Bisschen Angst gerade. Was passiert hier? Zufluchtsort, ja. Ich sehe das schon. Alter, ich kann ihn von hier anschießen. Der Riesenfürst. Oh, oh. Ach, du Scheiße. Sowas macht er also. Oh Gott, irgendwas hat mir gerade in den Rücken geschossen. Nicht gut. Gar nicht gut. Peng. Und nochmal. Peng. Irgendwas trifft mich gerade in den Rücken. Das ist ganz, ganz schlecht. Wurde er gerade getroffen? Ich weiß es nicht. Ich habe gerade das Gefühl, die Dinger kommen näher von hinten. Das ist blöd.
Nach dem nächsten Schuss hier... Shit. Nach dem nächsten Schuss hier, wollte ich sagen. Wenn ich da jetzt hochlaufe, vielleicht ist das gar nicht schlecht. Aber die Dinger hier kommen irgendwie näher, habe ich das Gefühl, von hinten. Das ist vielleicht das, wo dann, ne, also wo es dann heißt, man soll da nicht zu lange rumhängen. So, was wir dann jetzt gerade mal kurz machen, ist nach Majula zurückreisen und unsere beiden Ringe reparieren. Da könnte mir fast der komische Ring helfen, ne? Okay, der Feuerdingensring, aber naja. Ja, natürlich komme ich wieder. Du musst mir halt meine Sachen reparieren. Das hast du ja auch schon tausendmal gemacht. Eigentlich solltest du das wissen. So, kann ich noch gerade irgendwas verstärken vielleicht? Ich könnte tatsächlich mein Schwert nochmal verstärken. Lohnt sich aber, glaube ich, gerade nicht. Die Armbrust auch. Einmal aktuell sogar leider nur. Überlege gerade. Was könnte ich noch machen? Moment, warum kommen die überhaupt durch das Ding hier durch? Das wundert mich ein kleines bisschen. Dass die einfach durch meinen Schild durchschlagen können. Also mir trotzdem noch Schaden machen, weil... Vielleicht sollte ich dann entsprechend mal meine Rüstung noch weiter verbessern. Das ist vielleicht gar keine blöde Idee. Verbessern unsere Rüstung noch ein bisschen. Werden dafür schon mal hier... Ja, ja. Hattest du nicht noch irgendwie hier... Große Titanitscherben. Genau, davon wollte ich welche. 6 Stück. Kaufe mir jetzt einfach alle 6, dann habe ich zwar keine Seelen mehr. Ja, ja. Aber wenn ich das nächste Mal hier bin, kann ich dann das Ganze nochmal verbessern. Außerdem brauche ich jetzt gerade dann diesen Ring so lange nicht. Was auch gar nicht schlecht ist. Es ist die Frage, was, welchen Ring nehme ich? So habe ich natürlich mehr Leben. Gegnerische Balance verringern. Oder selber meine Balance erhöhen. Das wäre auch gar nicht so schlecht, ne? Tja, ich erhöhe vielleicht mal gerade ein bisschen meine Balance mit einem Ring der Riesen. Und ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das, was ich da gemacht habe, überhaupt sinnvoll war. Dass ich den Typen vermöbeln wollte, weil der hatte am Anfang noch gar nicht so einen Balken, so einen Boss-Balken, Lebensbalken. Vielleicht kann ich mit ihm sprechen. Ich weiß es nicht. Man könnte es mal ausprobieren, was? Vielleicht kann ich jetzt natürlich nicht mehr mit ihm sprechen. Nachdem ich ihn schon einmal angeschossen habe. Dann wäre natürlich schade. Aber so ist das dann. Leider. So. Freunde, wir gehen da durch. Wir werden einfach mal erstmal den Typen da hinten anschießen. Dann kommt er nämlich wieder zu uns. Das halte ich für sie nicht. Kriegt vielleicht von den Dingern auf die Fresse. Oh oh. Shit. Er kommt. Lass dir ins Gesicht schießen. Bleib genau da stehen. Hehehehe. Oh. Ach du. Ach, ich dachte, der haut nochmal zu. Oh oh. Au. Au. Nee, er hat mich nicht nochmal getroffen, ich dachte. Ich sag einfach mal au im Voraus. Ach du Schande. So. Down, Drecksvieh. Er greift ja mich an, ich kann da ja nichts für. So, dann gehen wir noch ein Stück nach vorne wieder. Bis nach hier. So, mein Freund. Wie ist das bei dir? Ach, der hat sogar schon was abgekriegt. Finde ich erstmal gar nicht schlecht. Au. Und da kommt das Ding angerollt. Oh oh. Hehe. Tja, scheiße gelaufen bei dem. So, hier kommt jetzt gleich auch nochmal wieder was rum. Ach, da war es schon. Kann ich natürlich. Ich laufe da gleich einfach mal wirklich hinten hin und gucke mal. Nach dem nächsten. Genau. Jetzt einfach mal hinten hinlaufen. Okay, er ist böse. Er ist direkt böse. Autsch. Shit. Sauf dir was. Sauf dir was. Oh oh. Zu. Oh. Oh oh. Alter, da holt er den Schild raus, ne? Das Schwert raus. Autsch. Schnell. Trink was. So.
einmal zuschlagen, dann... Wenn er tritt, geht das. Das ist nicht so schlimm, finde ich. Oh, oh. Sage ich natürlich nur, bis ich getroffen werde davon. Dann wird das wahrscheinlich sehr, sehr schlimm. Hilfe! Der kann ja mit beiden Dings zutreten. Ich meine, klar kann der. Oh, oh. Au, ich hab doch abgewehrt, verdammt. Er ist zum Glück sehr langsam. Das hilft mir ein bisschen. Also nicht nur ein bisschen, das hilft mir sehr. So kann dann nämlich auch so ein einzelner kleiner dummer Kämpfer dem auf die Fresse hauen. Oh, oh. Jupp. Wenn er sein... Au. Sein Schwert da immer so lang zieht, ist das nicht gut. Oh, oh. Nicht getroffen, nicht getroffen. Ich habe ihn nicht getroffen. Oh, oh. Nicht das Schwert, nicht das Schwert. Doch, das Schwert, es kommt. Kommt nochmal. Hau ihn, hau ihn. Ha. Erwischt. Hui. Ich habe gesiegt. Das ist schon mal positiv. Ich habe irgendwas gefunden, von dem ich gerade nicht ganz genau weiß, was es war. Ist noch Loot, habe ich gehört? Feuersamen, guck mal. Zunge aber Loch voraus. Dresche und dann Vision von Geldsack. Ich habe keine Ahnung, was er von mir möchte. Egal. Ich habe irgendetwas, was einen Schlüssel war, bekommen. Sah zumindest aus wie ein Schlüssel. Oh, hi. Untersuchen. Eine Riesenseele, guck mal. Oh, das war's schon. Ich war auf der anderen Seite nicht. Verdammt! Arg, ich war auf der anderen Seite nicht. Oh oh. Der schon wieder. Und er ist wieder hinter mir. Shit. Au. Au. Du bist doof, du bist doof. Oh oh. Du bist einfach Kacke. Shit. Er macht wieder das. Er macht wieder das. Er macht wieder das. Du bist blöd. Puh. Den hatten wir schon mal, oder? Öfters, glaube ich schon. Der komische Königszauberer. Ich kann da wieder rein. Oder? Ich kann da nochmal rein. Das interessiert mich jetzt. Ich werde tatsächlich, ich nehme mal noch so einen Ring wieder, gucke, inwieweit ich da jetzt einfach nochmal durch kann. Der Boss sollte ja tot sein, ne? Eigentlich. Das heißt, ich müsste da theoretisch durchlaufen können. Weil nicht zu lange in der Erinnerung. Oh ja. Heile dir! Heile dir! Der Boss ist tot, der Boss ist tot. Ich bin dann mal weg. Oh shit, gleich kriege ich das Ding nicht ins Gesicht. Perfekt. Da vorne möchte ich nämlich gerne nochmal hin. Ist er noch hinter mir? Er ist, glaube ich, nicht mehr hin. Da vorne gibt es noch Loot. Verdammt, ich muss nochmal zurück. Loot! Irgendein alter schimmernder Dingenskirchen. Es explodiert alles hinter mir. So, hier waren wir nämlich auf der rechten Seite nicht. Toll. Na naja, gut, ich habe einen alten, schimmernden, komischen Stein gefunden. Immerhin, passt schon. Das passt schon. So, dann lasse ich erstmal den Ring weiter an. Und dann... Sieht es gerade erstmal hier aus, als wäre hier vielleicht irgendwo eine Tür. Ist aber nicht. Okay, wir haben also eins von den Dingern gefunden. Jetzt ist die Frage, was war das andere, was wir gefunden haben? Tja, wenn ich da jetzt aufgepasst hätte, ne? Habe ich aber nicht. Muss ich im Video, glaube ich, dann einfach nochmal nachgucken, was das andere war, was wir gefunden haben. Okay. Dann gab es so eine Erinnerung, noch meine ich bei der Soldatenrast.
Ich glaube, das war da. Schauen einfach mal, ob ich damit recht habe. Kann natürlich auch Blödfug sein. Hallo. Der kommt hier rüber, ne? Ach, oh shit. Hihi. Hallo. Ich war's nicht. Ach shit, jetzt kommt natürlich der andere. Och du Scheiße, da kommen ganz viele andere. Au. Au, 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 au. Ich habe keine Ausdauer mehr. Au, 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 au. Ich will nicht. Ah. Irk. Lass mich hier weg. Hilfe. Ich stelle mich, wenn ich jetzt hier stehen bleibe, dann kommen die nicht alle gleichzeitig hoch, ne? Hehe. Weil der Typ dann im Weg steht. Duh. Pong. Hehehe. Pong. So macht man das nämlich. Oh oh. Au. So macht man das. Pong ins Gesicht. So, das kann ich auch. Puh. So. Tod voraus? Was? Wo? Hier? Wir sind hier tot. Was denn hier? Was möchte das denn? Dickwanst. Ja, stimmt. Sie sind auf jeden Fall alle tot. Und dann war hier doch, ich bin mir sehr, sehr sicher. Ach, guck mal. Au! Ich dachte, du brauchst länger zum Schießen.